Ich muss jetzt wirklich meinen YouTube-Kanal ein bisschen promoten, Mann. Sollen wir meine Profilbeschreibung ändern? Hallo? Wieso lädt das nicht? Ich hasse Steam! Da kommt man nach 2 Wochen ohne Team Fortress endlich mal wieder in das Spiel rein und schon erwartet einen diese schöne Nachricht hier, Play Competitive. Oh mein Gott, ich habe doch tatsächlich einen Competitive Matchmaking Key bekommen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh mein Gott, okay, vielen Dank an Cyberspace, ein guter Freund von mir, den ich schon lange kenne, und der spielt Team Fortress 2, ist es schon nah an den 1000 Spielstunden dran, kennt dieses Spiel richtig gut, ist ein sehr guter Engineer. Wenn ihr mal mit dem zocken wollt, schaut mal nach Cyberspace, ich kann ihn wirklich empfehlen, er ist gut. Vielen Dank nochmal, Cyberspace, für dieses Geschenk, ich will den Matchmaking jetzt unbedingt ausprobieren, ich habe es noch nie gezockt und ich bin richtig froh darüber, dass ich dieses Ding hier bekommen habe. Vielen Dank dafür. Ich habe mir außerdem ein paar Community Crates geholt, okay, das bekommt man sowieso immer. Aber ich habe vom Community-Markt noch ein End-of-the-Line-Community-Create-Ding bekommen. Das passt dann alles so. Jo, dann gehen wir direkt mal in ein Competitive-Spiel und schauen mal, was sich hier so alles abspielt. Ich habe noch nie Competitive gezockt und das wird bestimmt richtig geil. Ich bin Fresh Meat. Frisches Fleisch. Weißt du, wie wir arschen? Oh, okay, sieht nice aus. Alles klar. Wir spielen in Badlands und spielen Kontrollpunkte. Aha. Wir haben schon einen Soldier, wir haben schon einen Spy. Das heißt, meine Main-Klassen sind vergeben. Shit. Wisst ihr was? Screw it, ich spiele Sniper. Und ich habe hier mein schönes Dress-to-Kill-Sniper-Rifle und die High-Rollers SMG. Die muss uns doch mal helfen, oder? Die kriegen wir hin. So, waiting for players. Nice. Das sieht schon mal cool aus. Das ging schnell. Wir gucken jetzt gerade mal. Da ist ein Scout. Und ich kann natürlich überhaupt nicht zielen. Ich verstecke mich jetzt hier, damit er mich nicht sieht. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Alter, sieht das geil aus. Wir haben 2 Scouts. Wir haben mich. Und ich werde... Ich sag einfach mal, ich werde keinen einzigen Punkt machen. Ja, das läuft schon richtig gut. Und mein Ping ist mal wieder in den höchsten Höhen des Gebirges. Wir spielen mit einem 129er Ping. Warum? Aber gut, ich habe eine scheiß Internetleitung. Deswegen kann man sich vorstellen, dass das hin wieder... Eigentlich, weißt du, eigentlich, ich bin bei KabelBW und eigentlich sollte das... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist los hier? Ich kann mich nicht bewegen. Ist das jetzt so Erscheinungen nach 2 Stunden ohne Zocken, dass meine Fritzbox einfach komplett abkackt oder was? Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Oha. Ich hab meinen ersten Punkt, merke ich gerade. Bist du das mal lassen? Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ja gut. 4 gegen 6. Sieht gut aus. Spy? Nein, kein Spy. Oh Gott. Ja, ich sehe auch, dass wir nicht mehr in die Third-Person-Perspektive wechseln können, wenn wir irgendwas... Was zur Hölle? Alter Schwede. What the fuck? Alles klar. Was ist das bitte? Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Disconnect zu klicken, oder? Alles klar.
Das lief beschissen. Und ich check jetzt mein Internet. Alter, die Server sind ja richtig scheiße. Guck dir das mal an, ey. Das ist ja nicht auszuhalten, sowas. Und mir gefällt einfach, dass... Keiner rein... Ne, das gefällt mir gar nicht. Die haben einfach alle einen Ping über 170. Und ich habe jetzt hier einen Ping von 23. Was ist denn los? Rock, Pepper, Scissor. One, two, three. I am the champion. Ja! Ja! Scheiß Match. Aber den Jack gefunden. Endlich. Oh mein Gott. Ah, oh, ja, das habe ich gebraucht.